Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich mal wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar bin ich hier wieder an meinem Hochbergtauren dran. Mittlerweile sind wir Stufe 97. Es ist spät in der Nacht. Ich bin ein wenig, naja, ich bin relativ müde, aber ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass ich heute mit dem durchziehe. Und zwar möchte ich noch auf 100, nee, nicht auf 110, sondern auf 100 möchte ich zumindest kommen. Und ja, mal gucken, ob wir das Ziel erreichen. In der Folge wird es wahrscheinlich ein bisschen eng, aber zumindest an dem Abend möchte ich ganz gern noch den quasi einmal aus WoD rausquesten. Mittlerweile bin ich hier im ja, Schattenmoontal. Ich habe Frostfolgard, Gorgrond und Talador bis jetzt die Bonusziele bzw. auch die Bonus Objectives einmal mitgenommen. Und ja, hier habe ich jetzt noch quasi die Hälfte von den Gis, fliege ich mal noch hier hinter die noch ab. Und dann können wir eigentlich auch schon weitergehen zu den Spitzen von Arrak. Und diesmal ist das erste Mal in der Geschichte von meinen Level-LPs, dass ich es geschafft habe, mir auch Dings mitzunehmen. Hier Archäologie und ich kann definitiv dann gleich alles im Spitzen von Arrak aufmachen und wir werden diesmal auch sehen, ob man quasi dann auch von den Archäologie-Dingern den Dings kriegt. Na, ob man da auch quasi dann EP kriegt, weil das weiß ich nicht. Ich habe bis jetzt da noch keine Archäologie gehabt. Und nein, ich habe keine neue Frisur, das ist wegen dem Durchsichtig-Effekt hier von dem, ja. Von dem Greenscreen musst du hier ein bisschen die Helligkeit hochstellen, dann wird das halt auch ein bisschen mit durchsichtig. Ist ein Ja. bisschen blöd. Ja, nein, ich hab mir Spitzen machen lassen, ja, deswegen sieht das so aus. Geht ja, aber muss ich sagen. Steht mir, ja, Sieht gut wunderbar. aus. Ja, okay. Willst du mich so nehmen, Anti? Nee. Jetzt bin ich enttäuscht. Ich habe mir schon Hoffnungen gemacht. Ja, ich habe drüber nachgedacht, aber Aber, nee. Nee, ich kann nicht über diesen Schatten springen. Das geht einfach nicht. Meinst du, Sagt könntest man du das was so? Besseres Nein, Schatten kriegen? springen. Ja, keine Ahnung. Musst du Schattenschritt machen? Ja, Schattenschritt. Genau. Geil. Aber gut, wenn du Sub bist, kannst du halt auch mit Shadow Strike, weißt du, vor, dass ich auch 25 Meter ran, ist halt auch gut. Läuft bei dir. 25 Easy nochmal Meter? Vanish, alles nochmal durchsheepshotten und LG. Autowin. Schiebschatten, okay. Autowind. So. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ach man. Ach so, ich sollte vielleicht erwähnen, ich habe meine Communities jetzt mal so weit gebastelt. Die sind jetzt unterhalb vom Video bzw. unterhalb vom Stream verlinkt. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr einfach mal mit reinjoinen. Und zwar habe ich da jetzt eine für Horde, eine für Ali und einmal die Launch, die quasi Battle.net gebunden ist. Und wenn ihr da Bock habt, schaut einfach mal rein. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir es dann machen, wenn sie voll ist mit dem Platz, ob das ausgeht. Das weiß ich jetzt noch nicht. Und ob wir da vielleicht noch was umbasteln müssen, muss ich auch noch mal gucken. Aber zumindest erstellt habe ich es jetzt mal. Und dann können wir mal gucken, ob wir sie in wa was für einen Rahmen wir sie dann quasi auch nutzen können. Schauen wir mal. Nee, hier das Bonusziel hast du halt auch nicht. Das ist halt so arm, ne? Das hat, als Ding hast du gar kein einziges Bonusziel. Kann das sein hier in dem Gebiet? Das ist halt, weiß ich nicht. Ist halt echt schade. Also das Ali hast du da wesentlich mehr, ne? Gut, klar, das ist das Ali-Startgebiet, aber auch im Gorgrond, was halt eigentlich ein neutrales Gebiet ist, also das würde jetzt nicht unbedingt der Ali oder der Horde zuordnen, hast du halt als Horde auch viel weniger. Da hast du fast die Hälfte an Bonusziele, ne? Da hat der Ali, glaube ich, 7, 8, 9 Bonusziele und die Horde hat irgendwie 4 oder 5. So, nebenbei mache ich mit dem Dings noch ein bisschen Pet Battle, mit dem Parler, den möchte ich dann morgen eigentlich nochmal ein bisschen leveln. Und das kann man eigentlich relativ bequem nebenbei machen, weil ich ja meine XT-Kombi habe, die stelle ich da hin, das läuft durch und ja, da musst du eigentlich nicht sonderlich viel machen. Oh, ich flieg gerade nur gegen den Pilz, das ist eher suboptimal. Oh nein. Das sind zu viele Blitzeviecher. Wieso hat Shape heute nicht mitgelevelt, sag mal? Ich habe eigentlich jetzt gar nicht großartig in Gruppen gelevelt. Ach so. Also ich habe ja Dings gemacht. Pet Battle, während ich meine Einstellungen voll gemacht habe. Und dann habe ich Erze gefarmt, weil ich das mal testen wollte. Was gar nicht so wenig EP bringt, ne? Hat mich erstaunt, dass das eigentlich ganz gut abging. Und danach habe ich jetzt hier die Bonussachen aufgemacht. Weil. Klar, du könntest zusammen questen, das würde Sinn machen.
Oder Instanzen, Mann, aber Instanzen kannst du vergessen und Questen ist auf dem Bereich eigentlich eh schon vorbei. Aber mal gucken, morgen mit Allianz, wenn ich da meinen Paladin ein bisschen weiterspiele. Oh, Kacke, da werde ich wahrscheinlich nicht aus dem Kampf rauskommen, ohne was Neues zu adden. Da werde ich wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen questen. Lass du denn? Midlife Crisis. Was mit Life Crisis? Ach so, was mit meinen Haaren los ist? Ja, Midlife Crisis, deswegen hier blonde Spitzen und so. Nein, das ist hier von der Kamera, das Ding. So, wenn ich das hier so Sieht aber drehe. süß aus. Schau, selbst hier, das Ding ist halb durchsichtig. Weiß ich nicht, da muss ich mal vielleicht nochmal was umstellen. Theoretisch könnte ich da so spezielle Effekte reinmachen, ja. Da geht auf jeden Fall was. Die sind wirklich blond, ja. Natürlich, ja, ich färbe mir meine Haare immer blond. Nein, das ist halt bloß wegen. Im Hintergrund ist ja ein Greenscreen und du musst quasi bestimmte Color Keys reinmachen, dass es quasi durchsichtig wird und dass das angezeigt wird, was im Hintergrund ist. Und wenn natürlich die. Und teilweise ist es halt ziemlich dunkelgrün, weil der Stuhl Schatten wirft und alles andere. Dann musste ich das halt auf ziemlich dunkel einstellen. Und wenn ich das auf ziemlich dunkel einstelle, dann werden andere Sachen, die ähnlich dunkel sind, auch mit rausgefiltert. Und da die Haare ähnliche Dunkelheit haben wie die Schattenwerfungen auf dem Greenscreen, werden die halt mit rausgefiltert, ne? So einfach ist es. Auch eine geile Frage. Hast du dir jemals die Haare gefärbt? Nee, habe ich nicht. Ich auch Habe ich nicht. vorhin schon mal beantwortet gehabt. Doch, in der 10. einmal blau. Was für ein Punk in der Schule. Nee, aber ich hatte eine Wette verloren damals. Oder was heißt eine Wette? Wir hatten eine Wette verloren. Weil so, wir waren 10. Klasse und die Neuklässler meinten und so weiter, ja, komm, ihr verliert so oder so im Fußball, das Verliererteam und so weiter muss dann die Haare im Blau färben. Und wir gedachten, pff, keiner von denen spielt im Verein. Die snacken wir halt nebenbei. Ja, dann ging es irgendwie 1 zu 5 oder so aus. Und Was 1:5? Da hast du dich aber grob verschätzt, ne? ja, und dann, und na, eher wir. Und dann, ja, sind wir halt alle mit blauen Haaren die Woche rumgelaufen. War schon ganz witzig. Naja gut, wenn es dann mehrere Leute sind, dann ist ja chillig. Das, der war es halt nicht so schlimm, ja. Alleine wäre halt. Du wärst halt das gemobbte Kind gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ich war vor so richtig schön knallblau. Geil. Kannst als Schlumpf rumlaufen. Ja, herrlich. Andi, der kleine Schlumpf. Instant Baumrinde gezogen, ich glaube es nicht für das bisschen. Das ist so ekel, das hört sich so cringe an, ne? Die deutschen Worte so. Baumrinde. Warum? Also ob du jetzt Barkskin oder Baumrinde Ich sagst? wurde letztens so gehatet, deswegen. Weil du Baumrinde gesagt hast. Nee, wenn ich Barkskin gesagt habe. Weil. Also es war halt Arena und so weiter. Und also die haben das halt gestreamt. Hier Arena World Championship. Und dann waren wir halt Ja. nebenbei noch so im TS und sowas. Mit Doktor zusammen. Und dann war halt nur noch so ein Larry von ihm. Und ich habe halt Barksen gesagt, ja, wie kann das sein? Wir sind doch alle deutsch. Lernt doch mal die deutschen Begriffe und sowas. Und dann habe ich so Okay. überlegt, scheiße, wie heißt denn? Was war denn jetzt nochmal Kopfnuss und sowas? Musste ich nochmal kurz überlegen, habe ich gesagt, war das ein Sepp? Und dann, ja, oh, das ist ja peinlich. Okay. Naja. Also ich weiß die deutschen Begriffe eigentlich alle, weil ich an sich immer mit dem deutschen Client spiele, aber ich habe halt Gladiator LOS drauf und über Sound merkst du dir eigentlich besser Sachen. Wenn dir das Gladiator LOS 10-mal die Scheiße ansagt mit Hibernate, Hibernate, Hibernate und du schon immer weißt, wenn der Satz kommt, bist du gefickt als Druid, ja? Musst du ne, hier, du konntest nämlich als, ich habe ja damals viel als Feral in der Arena gespielt und ein anderer Feral konnte dich aber, wenn du in der Feral-Gestalt warst, dir in Hibernate drücken und dann warst du 9 Sekunden lang im Hibernate. Dann hat er dir einen Psych gedrückt oder ne, er hatte nochmal ein Hibernate, dann warst du nochmal ein paar Sekunden drin und dann nochmal. Dann warst du irgendwie 15 Sekunden im Hibernate. Dann hat er angefangen, dir ein Dings zu drücken, einen ersten Cyclone, dann perfekt drauf einen zweiten Cyclone und dann einen dritten, dann nochmal in Root und dann war Hibernate wieder abgelaufen, dann hat er dich durchzählt. Und der Feral, der als erstes geschafft hat, quasi seine CC-Rotor durchzukriegen, hat einen anderen durchzuziehen können, wenn er gut war. Und das war so abfuck.
Das war so abfuck. Und ich hatte mein Dings immer nicht auf die Taste gelegt, mein meine Gestalt, ne? Und dann, ich muss sagen, ich bin Oh, echt ein Kacknoob gewesen und hab das nein. oft gefressen. Ja, und dann, ich musste immer manuell drücken, ja, Du klickst dass doch ich. heute noch, ne? Die Gestalten? Ja, ich drück die heute noch. Oh, Das furchtbar. musste eigentlich binden, das muss ich Ja, zugeben. also. Ich hatte früher halt ein Shapeshift-Makro und das haben sie dann irgendwie kaputt gemacht, dann hab's mir abgewöhnt. Shapeshifter. Ja, und das war halt die Kacke, wenn du da einmal in der CC-Rota warst, dann warst du eigentlich, ja, dann warst du ausgeliefert, dann warst du durchzählt. Da muss ich an den Boomer denken, also an Aaron, aber oh, das war göttlich. Warum? Weil der, es gab mal so ein Video, wo er halt übelst ausgerastet ist. Shapeshift, du Spacken, und er hat halt so laut geschrien, das ist halt, ich glaube, das ist sogar noch online. Hat er einen Dröde gespielt oder hat er einen anderen angeschrien oder was? Der hat einen anderen angeschrien. Und der hat nicht geshapeshiftet und deswegen hat er ihn rund gemacht Ja, oder doch, was? er hat's gemacht, aber dann hat er irgendwie gesagt, Reisegestalt, was für Katzengestalt? In Reisegestalt bist du schneller und irgendwie sowas. Ja, Klassiker halt, ne? Was? Okay. Ja, gut. Okay. Ja, Gerga, du kennst ihn doch auch, Aaron, ne? Ja, wer kennt ihn nicht? Was ist das Inventar schon wieder voll? Ich habe so viel Scheiße dabei. Gerga schimmelt auch immer bei Sublex und Athesia im Stream rum, ne? Ja, ich hab dich letztens gesehen, ja. Kannst dich nicht rausreden. Athesia habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Athesia, Was ist das für eine ja. Dunkel. Klasse? Wahrscheinlich auch ein PvP-Spieler, ne? Ja, RBG hauptsächlich, ne? Ali. Aber irgendwo habe ich den Namen schon mal gehört. Ich kann mir eigentlich keine Namen merken. Leider, mich hat er nie geflamed. Ja, gut. Du wurdest noch nie? Alter, das ist heftig. Ist das eine besondere Auszeichnung, wenn man da noch nie Eigentlich geflamed schon, wenn wurde? du von Aaron noch nie geflamed wurdest. Das ist toll. Wenn du mit ihm noch nie gespielt hast, wurdest du auch noch nie geflamed, oder? Doch, haben wir ja. Wie, du hast. Wie kannst du denn von ihm geflamed werden, wenn du mit ihm noch nicht zusammengespielt hast? Doch, hab ich doch. Er hat mal Horde gespielt. Ach so, Ich nein, bin. aber jetzt hypothetischer Fakt, du bist jemand, der noch nie mit ihm zusammengespielt hast, dann kannst du auch nicht von ihm geflamed werden. Ja, gut, aber ich gehe davon aus, dass Gekka schon mal mit ihm gespielt hat. Okay. Ja gut. Nein, ich habe vergessen, wieder in meine Flasks reinzuhauen, dass ich 20% mehr EP kriege. Ich Kacknoob. Warum vergesse ich das denn immer? Ja gut, es waren jetzt nur ein paar Teile, das war jetzt wahrscheinlich nicht so wild. 2,2 können wir schlecht von anderen. Aber bin ich jetzt behindert, Nox? Ist das der, der mit Kidney? Das ist doch der, der mit Kidney eine Zeit lang zusammengespielt hat, ne? Kidney ist sowieso größer unter Mensch auf jeden. Das ist immer so schön, wie du über die anderen Leute redest. Das kann ich Kidney sogar ist ein anziehen. Untermensch, das sagte jeder. Ich Also kenne jemand, der mich. das Stream und so weiter und halt gewisse, sag ich mal, Programme benutzt, um im RBG erfolgreich zu sein, weiß ich nicht, das ist halt. Was für Programme im RBG. Was kannst du im RBG für Programme benutzen? Frag mich nicht, musste Basknum fragen. Also Gerga, eigentlich was ist denn Abo kenne ich Plus? nur das den Autokick. Also gibt ja hier so ein Autokick-Ding, dass du halt instant reinkickt, ne? Dass du halt nicht fake-casten kannst. Bei uns hatten das, also damals bei Juicy Loot, haben halt einige auch so Programme gehabt und dann war es im, ging es im Raid darum, wer kickt das und das, ne? Und der so, ja, ich kick das. Und dann, der Cast kam nicht mehr. Also du hast den Cast nicht mehr gesehen, der hat das Instant mehr gekickt und Ja, so. Und die klar. Leute gemeint, das kann gar nicht sein, ja, okay, ich hab hier Dings-Kick-Makro für so ein Programm für PvP. Und ich denke, also du hast den Balken nicht mal gesehen und der Kick war halt Ja, schon klar. drin. Also da ging halt gar nicht. Und ich kann mir vorstellen, also anscheinend kannst du das auch irgendwie einstellen, was er kicken soll oder so. Zumindest konnte der halt das bei dem Boss so einstellen, dass nur was Bestimmtes gekickt wurde. Und das war halt schon krass. Also das ist halt übel, muss ich sagen. Also ich denke mal, da kannst du, wenn du gegen den Heiler spielst, schon gut was raus. Und warte mal, hier muss irgendwo ein Teil sein, das ich Ja, aber Tilda, aufmachen das ist kann. scheiße, sowas. Also, ich halte von nichts. Nee, natürlich, das ist halt einfach unfair. Muss man so sagen. Weil du hast natürlich, damit hast du einen Vorteil, das ist ganz klar. Ja, Weil logisch. sonst fake-castet dir halt ein Heiler, ne? Und damit, schau mal, Archäologie bringt EP, wunderbar gut, dass ich es geholt habe. Und damit ist es halt einfach so, dass du das, also dass halt keiner gegen dich fake-casten kann, ne? Weil du dann halt instant kickst. Also ist halt praktisch, ja, auf jeden Fall. Ja, was anderes, Gelker, du bist ja noch da. Nox, Alter, hat der RBG auf 2-2 gespielt? Oder wo war der? Oder war der 3 vs 3? Ich meine, der war nur RBG, ne?
Aber was ist das mit den Lecks? Also, ich weiß noch damals, wo ich mit dem. Wo waren das? In Katar, wo ich mit dem Feral relativ erfolgreich RBG gespielt habe oder auch PvP im Allgemeinen. Habe ich immer vor SW-Duelle gemacht und ich habe halt immer Sprint reingemacht gegen Melees, ne? Und bin halt, da hast du ja ewig viele Speed-Sachen gehabt und bin wie so ein Gestörter um die Leute rumgesprungen. Warte, ich kann. Warte mal, ich kann euch das mal an Mobs zeigen. Warte mal, wo. Ich hole mir jetzt mal einen Mob, dann zeige ich euch, was ich meine. Hab ich irgendwo einen Mob? Ich brauche keine Elite-Mob, ich brauche einen normalen Mob und dann gehe ich einfach mal in den Cut. What the fuck, jetzt ist hier kein Mob? Wollt ihr mich verarschen? Hier, da, nehmen wir den Geier, ne? Also ich quasi, ich habe das so gemacht und bin quasi so um die Gegner rumgesprungen. So. Und hab halt immer gehittet und die haben mich halt nicht gekriegt, ne? Also das, wenn du weißt, wie du das machst, dann bleibst du eigentlich dran und kannst halt trotzdem hitten, ne? Und halt irgendwelche Gammler, die es halt nicht drauf hatten, die haben es halt nicht geschafft, mich mehr zu hitten, also Melees vor allem, weil sie halt, also so halt, weil sie wirklich halt wie so ein Gestörter rum und konnte aber trotzdem halt immer hitten, weil ich mich halt immer so hingedreht habe. Ne? Also es sieht halt ein bisschen gestört aus, aber du gegen Leute, die halt vom Movement nicht ganz so geil sind, meistens halt damals bezeichnet als PvE-Spieler, ja, die sonst halt nichts, die haben das halt nicht gerissen gekriegt, dich dann zu hitten. Und dann wurde mir immer vorgeworfen, dass ich ein Lag-Makro habe oder ein Lag-Programm. Ja, das wurde mir immer vorgeworfen. Und ich weiß bis heute nicht, was das sein soll. Also das wurde mir, in jedem zweiten Duell wurde mir das vorgeworfen. Und dann, ja, kann ich eh nicht gegen dich gewinnen, wir benutzen ein Lag-Makro. Das waren immer die Worte. Und ich war so, okay, nein, ich habe kein Lag-Makro. Makro. Ja, ich Also weiß ja, bis ich kann heute. auch ein Leck-Makro machen. So, also. Nein, aber ich ohne Scheiß, ich weiß bis heute nicht. Also mittlerweile ist das, weiß ich nicht. Ich glaube, du könntest immer noch mit der Taktik gegen einige Leute dingsen, aber jemand, der halbwegs spielen kann, damit kannst du so jemanden nicht beeindrucken und in die Tasche stecken. Das ist halt gegen Leute, die jetzt nicht sonderlich viel Ding haben. Das wird mir da immer unterstellt, das weiß ich noch. Komm, ich muss das Ding hier. Aber das war immer lustig. Das waren immer so diese Rentnerkrieger, ne? Die dann dran standen und sich die, weißt du, hier mit Pfeiltasten, die sich immer so bewegt haben, so mitgedreht. Links und rechts. Und du bist halt schon fünfmal rumgesprungen und dann drehen sich die um. Oh, wieder nicht erwischt. Wieder drehen, so. Wieder nicht erwischt. Das waren immer diese Leute, die haben keinen einzigen Hit rausgebracht, ja? Das war immer echt lustig zu beobachten. Ach ja. Rentnerkriege. Ohne Scheiß, das waren auch Krieger, das waren auch Krieger. Mit dem einen war ich im TS, wie hieß denn der? Also, ich will nichts Böses gegen ihn sagen, das war ein netter Typ, ne? Der hat sich angehört, ob er auf die 50 zugeht. Hatte einen Gladi, der hatte einen Gladi, Burning Crusade Gladi, Worry Ding, Duell mit gegen den gemacht. Der hat vielleicht zwei Hits auf mich drauf gekriegt und hab ihn halt abgezogen. Ja gut, boosted. Würde ich gar nicht sagen, du musstest, es ist jetzt auch wieder nicht böse, aber du musstest halt im Burning Crusade, wenn du richtige Kombi gefahren hast, also Nicht quasi, viel können, seien wir ehrlich. du hast Mage, Worry im Dreier plus Heiler, Druid oder was gespielt, naja, ich will jetzt nicht Also sagen, das war ein nice. Free-Win, aber das war halt die Kombi, die du gemacht hast und damit hast du halt gerockt, warte, wo ist denn das Ding hier, will ich jetzt, War halt andere Zeit, so, ne? ja, Genau wie im natürlich. Idioten. Das war halt was anderes, das ist ganz klar. Irgendwo hier muss das Ding sein. Bin ich jetzt blöd? Ja, Ist das was nicht? wurde in, oder, ja, was wurde in Legion halt gespielt? Keine Ahnung. Klassiker so wie Windwalker DK, RMP hast du ohne Ende gesehen. Jungle geht mir total auf den Sack. Ganz ehrlich, Gerker, wie kann man Jungle spielen? Diese Leute sind doch komplette Untermenschen. Ich habe auch mal Jungle gespielt. Oh, furchtbar. Ja, aber was machst du mit dem Feral großartig anderes? Wie mit dem Ferry. Hat sie meinen Char jetzt aufgehängt? Hier, warte, um das. Feral, hier, Jungle ist doch mit Hunter, Cat und ein Heiler dazu. Na, Dings, Feral, Hunter und meistens ein Disty noch, ne? Genau. Deswegen meine Frage, was machst du mit dem Feral sonderlich Nein, großartig das anderes? entlammt einfach nur die Comp an sich. Weil das, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wie hieß das Team nochmal? Wenn du mich jetzt zu irgendeinem Dings fragst, keine Ahnung, Ist weil. ja auch völlig egal. Auf jeden Fall haben die alles, auf jeden Fall haben die alles zerstört. Du hast halt nur noch Jungle gesehen, das war halt so nervig. Ich bin immer so, weiß nicht, ich finde RMP nach wie vor immer noch am chilligsten. Da macht das Zuschauen auch wenigstens Spaß. Oder allgemeines Zocken. Oder so Klassiker wie Windwalker DK finde ich auch noch in Ordnung.
Wird das ein Zweier Es einfach gibt halt gespielt? immer bestimmte Kombis, die stark sind, ne? O Ach oft ja, sind es okay. halt Kombis, die auch gute CC-Symbiosen haben. Ist Feral eigentlich so, weißt du Ich habe das Addon, das einzige Mal, wo ich Feral gespielt habe, war wirklich die Feral Challenge, die ich gemacht habe. die Und Dings. das ist eigentlich ganz cool, so Black vom meinte, Ding dass Feral irgendwie total scheiße geworden sein soll, weil der hat wohl irgendwie was verloren, was halt so richtig stark war. Weiß ich gar nicht. her. Das weiß ich nicht. Also ich habe mich da jetzt nicht großartig informiert, wie der Feral ist. Ich Das kann ich mag dir Feral schlichtweg irgendwie nicht schon. sagen. Kann ich dir nicht Und alle sagen. Rogues haben ihre Smokebomb wieder. Echt? Das ist gut. Smokebomb war im RBG immer so wichtig. Wenn du die Smokebomb gut abgesprochen hast, Ja, Full Kidney. Easy. am besten war immer Kombi hier Mage-Ring, Frostring plus Dingsbomb drauf. Und dann noch ein DK am besten drin. Dann bist du mit Master Elf rein. Am besten mit drei, vier Leuten. Hast vielleicht noch einen Disziplinpriest oder so mitgenommen für die Heilung. Und hast dich quasi dazu zusammengestellt. Hast ein Dings einen Stun gegeben, dem Flag Carry. Hast einen Smoke Bomb geschmissen. Hast einen Ring geschmissen. Und dann, ja, dann, was machen die Heiler? Sie müssen halt reinlaufen. Können sie aber nicht, weil sie in den Kackring Ja, laufen. richtig. Dann laufen sie ran in die Scheiße. Ich habe meistens, war ich als Feral noch dabei und habe meinen Vortex noch reingeschmissen, ne? Wenn ich nicht selber die Flagge hatte. Dann bist du quasi daran. Der fucking Typ kriegt einen Stun, will dann rauslaufen aus dem Ding, dass die ihn heilen können. Die Heiler können nicht ran, weil sie sonst im Dingsring landen. Er will rauslaufen, du hast einen Ursus Vortex dran und wird wieder zurück reingezogen, die Scheiße. Und dann hast einen DK noch gehabt und hast ihn zurück reingegrabt. Oder irgendjemand mit. Was? Ernsthaft, ist der Tauri zu groß, dass er da reinkommt in die Hütte? Wollt ihr mir echt sagen, ich komme da mit dem Tauri nicht rein? Ernsthaft? Was ist denn mit euch? Da drin liegt ein Toy und ich kann das Toy nicht holen, weil ich zu dick Immer bin, Katzen oder? bestellt. Ja, mach ich gerade. Ach, ich kann. Okay, ich kann es von draußen looten. Okay, ich habe mich zu früh aufgeregt. Was ist denn mit euch? Habt ihr das gesehen? Ich Die glaube, da können fuck. safe alle nicht rein. Du musst es bestimmt immer von Nein, außen. ich war da letztens mit einem Char war ich da und ich Ach konnte da so. rein. Ich dachte mir jetzt gerade, Okay. ich raste aus, weil ich mit den Tauränder nicht reinkomme in den Das Kackladen. wäre es jetzt gewesen. Dadurch geht die Quest nicht geil. Ah, unglaublich. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. War sicher nicht so wichtig. Meine Herren. Unglaublich, echt. So viel Mist schon wieder Aber dabei. erstmal aufpassen, ne? Ja, natürlich, ja gut, es ist mitten in der Nacht, komm, ich bin übelst müde und fertig. Da ist die Schwelle ein bisschen niedriger. Niedrige. Übrigens, Ach, wann kommt eigentlich Dead Vortex-Ring. Gaming School? Ich mochte RBG damals richtig gerne. So taktisch das ganze Spielen, das mochte ich richtig gerne. Ich hab ja früher meine eigene RBG-Gruppe gemacht und habe ich mir die Taktiken überlegt. Und da war ja noch alles frisch, ne? Also da hast du quasi dir die ganzen Taktiken neu überlegt. Und da war ich halt immer ein Fan von sowas. Oder zum Beispiel, wo ich jetzt im Legion ein paar, ich habe auf niedrigem Niveau ein paar RBGs gemacht, einfach nur um die Wins für die Vorlage zu sammeln. Da hat eigentlich keiner irgendwelche so sinnvollen Sachen, wo ich denke, das ist Standardrepertoire, dass du den Gegner nie komplett vibest, weil das ist das Dümmste, was du machen darfst. Du vibest immer nur so zwei, maximal zwei Drittel und die restlichen lässt du stehen, weil die killen dich nicht. Und hältst die so lange am Leben, bis quasi der Respawn ist und tötest du so, dass die nie sich komplett sammeln können. Das ist so eigentlich das einfachste 1x1, was du im RBG machen kannst, was halt ziemlich stark ist. Und dumme Leute gehen halt rein, killen die komplett, dann können sich die komplett nochmal sammeln. Du bist halt schon mal ein bisschen geschwächt und dann rutschen sie über dich drüber und dann verkackst du halt. Und weiß ich nicht, das sind halt so diese einfachen Sachen, die Leute halt falsch spielen. Und das habe ich halt verdammt oft gesehen. Oder sich so ein Retap durchzulassen, obwohl noch Leute leben. Das, oh, weiß ich nicht. Weil sie halt lieber zergen, Ja, okay. anstatt hier drauf zu gehen. Oh nein, jetzt bin ich mit dem Tauren auch zu groß, um hier rauf zu kommen, oder? Kann das Das sein? glaube ich, da wird sich aber alles nie ändern. Das wird immer Bestandteil davon sein. Ja, aber ich weiß nicht, aber also im Random BG gut, klar, scheiß drauf, aber Ne? sobald ich RBG gehe und ein bisschen
hochspielen will, dann muss ich doch ein bisschen über den Horizont rausblicken, oder? Also, dann geht's doch nicht, dass du einfach nur reingehst und draufnudelst. Also, so ein Jo. bisschen. Weil es gewinnt nicht unbedingt. Im RBG gewinnt nicht unbedingt das bessere Team. Man muss es so sagen. Es gewinnt oft auch das Team, das taktisch cleverer spielt, auch wenn sie vielleicht spielerisch schwächer sind. Zumindest habe ich sehr oft die Erfahrung gemacht, dass teilweise auch das spielerisch schwächere Team ein besseres Team schlagen kannst, wenn es taktisch bessere Moves macht. Klar, wenn du natürlich total gimpig bist, dann bringt dir das auch nichts, ne? Dann darfst halt nicht meilenweit unterlegen sein. Aber wenn du allgemein von der Spielerstärke ein bisschen schwächer bist, aber taktisch besser bist, gewinnst du es halt trotzdem. Aber das ist halt auch schon ewig her. Vielleicht haben sich da auch schon wieder einfach zu viele Sachen geändert, ne? Nö, eigentlich nicht. Gucken wir erstmal, wie Tanzparty vorbei ist. Oh ja, endlich. Nein, die ist ja immer noch. Ja, das, also wenn das das Event ist, dann ist das länger. Ey, muss ich jetzt wirklich bis da. Hä, aber was hast du denn? Du kannst doch trotzdem ins Auktionshaus gehen, oder? Ist das nur bei mir so, oder warum sehe ich da nichts? Also, normalerweise ist da halt Tanzparty, du tanzt, aber kannst halt trotzdem Hey, Dings machen. wo sind die ganzen Goblins? Ich kann niemanden anquatschen. Guys. Also, da kann ich euch vielleicht die Story erzählen also wir hatten so ein Gegnerteam, ne? Also ich habe halt, wie gesagt, zu Katar meine eigene RBG-Gruppe gehabt. Und ich habe halt auf Lothar gespielt, ne? Und Lothar ist halt ein PvE-Server und da waren zu Katar schon nicht mehr so viel los und vor allem, also PvE-technisch war schon weniger los und PvP-technisch war der Server, würde man aus heutiger Sicht fast als tot bezeichnen. Um da 10, gut, oder war es damals noch 15? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Ich meine, damals waren es sogar noch 15 Spieler, die du hattest, gute Spieler zusammenzukriegen. Was ich gemacht habe, ich habe in die Arena-Ladder geguckt und habe jeden mit Post angeschrieben, dass ich da meine RBG-Gruppe zusammen. Also ich habe wirklich versucht, die besten Leute von dem Server zusammenzukriegen oder insgesamt halt zusammenzukriegen. Und mehr war da auch nicht. Also ich glaube, da gab es keine andere Ali-PvP-Gruppe. Und es gab halt genau eine Horden-PvP-Gruppe auch. Und die waren aber aus einer relativ guten Gilde auch, ne? Die Leute, also PvE-technisch relativ gut, die waren auch PvP-technisch gut und du musst ehrlich sagen, so ehrlich muss man sein, die waren spielerisch, waren die besser als meine Leute. Lag auch daran, die hatten halt eine fixe Gruppe. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 10 oder damals sogar 15 Mann waren. Und da waren eigentlich immer die gleichen dabei. Und bei meiner Gruppe war es halt so, dass wir einen Pool aus Leuten hatten und da waren teilweise immer andere Leute dabei, ne? Und es hat halt oft geswitcht, weil da die waren halt nicht so konsistent, dass immer dieselben mit waren. Hatte aber auch teilweise Vorteile. Weil du vom MMR, was ja von der Gruppe komplett gebildet wurde, immer niedriger warst, ne? Weil ich immer die gleichen dabei waren. Also heißt, also relativ gegen Ende hatten wir immer so ein Durchschnitts-MMR von 2,1 oder so, so um Dreh. Also ein bisschen über 2K waren wir immer. Und ich war halt schon bei 2,4, 2,5, 2,6 oder mein MMR muss teilweise über 2,6 gewesen sein, weil ich habe teils auf 2,5 habe ich kein Minus gekriegt, wenn ich verloren habe. Mein MMR war irgendwie so drüber, dass ich kein Minus gekriegt habe. Oder ganz wenig nur. Deswegen bin ich auch ziemlich hochgekommen. Ich bin fast auf 2,7 in der ersten Season gekommen, weil ich halt ein verdammt gutes MMR hatte. Ne? Das lag halt daran. Also wenn dein MMR halt krass über deinem Live-Rating ist, kriegst du kein Minus. Deswegen kriegst du ja auch kein Minus, wenn du ganz am Anfang spielst, ne? Also hier von 0 auf 1500. Es ist ja so, dass dein MMR am Anfang auf 1500 ist, aber dein Rating auf 0. Und wenn du dann natürlich einen Win machst, kriegst du 100 Punkte, aber wenn du verlierst, verlierst du keine, ne? Und so ist es halt theoretisch auch weiter, theoretisch sogar bis ins High-Rating, wenn du es halt irgendwie hinkriegst, dass dein MMR immer gut über deinem Live-Rating ist. Ich kann euch nicht genau sagen, warum das bei mir so war. Ich war irgendwie der Einzige in der Gruppe, aber ich habe auch jedes Game mitgespielt, ne? Und weil ich halt ja auch das Ding geleadet habe. Und andere waren halt immer mal wieder dabei und mal wieder nicht dabei. Vielleicht Hm, auch, du warst weil ich lieb. das. Vielleicht. Ja, ich weiß auch nicht, ob es daran lag, weil ich der Höchste war und dementsprechend immer wenn wir verloren haben, quasi
das System gesagt hat, die, die niedriger haben, müssen waren wahrscheinlich für den Loot verantwortlich. Ich weiß nicht, wie das damals lief, ob das auch noch immer heute funktioniert, das kann ich auch nicht sagen. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich halt immer wenig Abzug gekriegt habe, beziehungsweise gar nichts, ne? Das war teilweise schon komisch. Wo ist denn der Scheiß? Also für mich war es natürlich gut, ne? Weil ich dann gleich die erste Season alle Achievements fertig gemacht habe und fertig war, ne? Also das war super. Oder wann waren das? Hier, RBG, das wird doch hier auch angezeigt, oder? Hier. Ach, schau mal, hey, ich habe dann sogar auf dem Hordler jetzt Held der Horde. Ja, 2012 war das noch. Ja. Ja, gut. Ja, gut, da weißt du, gleich die erste Season 0,5 fertig gemacht und fertig ist. Es war halt gut. Und was wollte ich jetzt sagen? Also die Hordengruppe, die wir da gespielt haben, die waren halt insgesamt spielerisch stärker. Aber wir haben sie, also meistens in BGs, wo du halt einfach Flag-BGs oder so, haben wir relativ oft gegen sie verloren. Ja. Die waren halt einfach, die hatten auch Dot-Cleave, wir hatten keinen Dot-Cleave. Also die hatten halt auch eine sinnvolle Gruppe. Und ich habe halt immer irgendwelche Leute zusammenkratzen müssen. Teilweise haben wir auch ganz. Weißt, wir waren halt im Durchschnitt auf Teil 1 zu 1, 2 zu 2 und dann haben wir teilweise aber 1700 Leute mitnehmen müssen, weil wir halt nicht genug waren, ja. Und dann hattest du halt wieder irgendwelche neuen dabei und dann, naja, konntest du ja, bis halt, also eigentlich hast du damals, war das Beste, was du machen konntest, war Dot-Cleave, also sprich, Klassen reinzunehmen, die cleaven DKs, Eulen hast du reingenommen, Fire Mage. Du hast quasi in dem den Cleave die gegnerische Gruppe langsam runtergespielt und dann hast du komplett gewiped und dann hat sich das gehabt, ne? Dann hast du es quasi in den Flag-BGs meistens gehabt. Und wir hatten halt keine so eine komplette Kombi. Also wenn, dann hast du halt einen kompletten Dot-Cleave gespielt oder hast du einen Burst gespielt. Und das Bessere war eigentlich der Dot-Cleave, wenn er gut genug war. Und also ich musste halt einfach gucken, dass wir die Leute zusammenkriegen, weil ich wollte halt meine Games spielen, um dementsprechend auf das jeweilige Ranking hochzukommen. Also wir haben halt schon gut Games gespielt, würde ich jetzt mal sagen. Und also wie gesagt, die andere Gruppe war halt besser, aber wir hatten halt oft so Situationen. Vor allem das beste BG war hier immer Gilneas. Da habe ich es immer so gemacht. Also ich war ja damals Guardian-Feral, also es war ja also ein Spec quasi. Und da hast du ja drei Basen gehabt, ne? Und eigentlich war es so, sobald einer zwei Basen einmal getappt hatte, war das Spiel rum. Also zumindest im Gewonnen, High-Rating. ja. Alles über 2K. Es wurde nicht geretappt. Also Richtig. so retarded war da keiner, ja? Also wenn einer quasi zwei getappt hat, dann warum? Also ein Retap gab es eigentlich nicht, ja? Eigentlich. Ja, konnte vielleicht schon mal vorkommen, aber in 90% der Games war das einfach rum dann, ja? Auf jeden Fall selten. Ja, und da war es halt oft so, dass die zwar das bessere insgesamte Team hatten, wir aber durch einen Stealth-Tap das geregelt haben. Also ich bin meistens als Feral quasi und ein Rogue vor und manchmal ist noch ein Diszi mit im Master-Stealth gelaufen und dann haben wir halt mit einer perfekten CC-Kombi die Gegner so rausgenommen, halt mit ja, also wir haben es halt immer so, dass ich es jetzt noch zusammenbringe, wir haben es immer so gespielt, meistens waren da halt waren da halt zwei Defer dran, weil du hast nicht nur einen stehen lassen und oft dann auch ein Vori, der nochmal aus dem. Der Vori kann ja mit Berserkerwut aus dem Dings raus, ne? Aus dem. Ich glaube, hier aus dem Sepp kann er raus und aus dem. Bl nee, aus dem Blind kann er, glaube ich, nicht raus, aber aus dem Sepp kann er raus, ne? Mit Berserkerwut, irgendwie so war das. Und du musstest quasi hin, die CC-Kombi drauf machen mit Sepp, Blind, dann nochmal einen. Habe ich nochmal nachgezeigt, ne? Dann Insignie ziehen, einmal resetten, also sprich wieder weggehen und wieder nachstealthen. Dann nochmal hin, als er keine Insignie hatte, und ihn dann nochmal rauszuziehen und kurzen Tap durchmachen. Das musste halt alles auf die Sekunde genau getimt sein, dass das funktioniert, und dann hast du die Base quasi unterm Arsch weggetappt. Und das haben wir relativ gut perfektioniert gehabt. Und wenn du so einen Stealth-Tap durchgekriegt hast, ist das Game quasi gelaufen. Also da hing es quasi an den Leuten, die den Stealth-Tap durchkriegen. Und das habe ich relativ gerne gemacht. Und das Bittere war immer, da die anderen immer in dem gleichen Setup gespielt haben, waren die vom MMR wesentlich höher als wir. Also sie waren halt irgendwie 2,4, 2,5 fast oder so, was die im MMR hatten, am Durchschnitt. Und waren halt alle so von ihrem Live-Rating auf dem Niveau, ne? Und bei uns waren es halt ziemlich gemischt. Ich war auf 2,5, 2,6 irgendwann und viele anderen waren auch 2,3, 2,4 oder so. Und manche waren halt wirklich, wenn wir wieder irgendwie mitgenommen haben, 1700, deswegen war halt unser Durchschnitt immer so ein bisschen mistig. Und wenn die gegen uns gewonnen haben, dann haben die ehrlich gesagt immer gar nicht so viele Punkte gekriegt, ne? Also das war überschaubar.
Wenn wir aber gegen die gewonnen haben, wir haben richtig Punkte gekriegt. Ich habe immer auch richtig Punkte gekriegt und die haben abgezogen gekriegt. Ich glaube, die konnten drei Games gegen uns gewinnen. Wenn die eins verloren haben, haben die trotzdem auf den Sack gekriegt. Und ich glaube, die waren irgendwann richtig pissig gegen uns. Und zwar kann ich mich da erinnern, ich war dann hier in. Warte mal, habe ich gar keinen so einen Trank mehr? Nee. Ich kann mich da erinnern, da war ich hier in Dingsda Bumster, in Katar, dieses BG, wo du im Kreis gelaufen bist. Warte, wie heißt denn das? Dieses Open BG, hier diese Insel, warte, jetzt muss ich nach. Tolbarat, genau. Und ich weiß, die andere Gruppe hieß Next, ich weiß nicht, ob es die Gilde noch ging. Und die waren irgendwann richtig pissig auf mich. Wahrscheinlich wegen dem RBG. Und die sind mir das ganze fucking. Also, ich hab da immer die Achievements gefarmt, ne, und wollte mal die Wins farmen. Und die sind das ganze fucking BG immer hinter mir her und wollten mich immer umbringen, ja. Das war mir so witzig. Das war immer sehr witzig, da hast du richtig diesen Hass gemerkt. Aber ich glaube, an der Stelle wäre ich auch angepisst. Ja, die haben, also ich muss ganz offen sagen, die haben öfter gegen uns gewonnen, als wir gegen die. Also die waren halt das bessere, die waren halt die bessere Gruppe, weil sie auch die konstanteren Leute hatten. Aber wenn sie gegen uns verloren haben, haben die halt so viel auf den Sack gekriegt. Ist klar. Also weiß ich nicht, die haben teilweise, weißt du, wenn du auf 2,4, 2,5, 70 Punkte Minus kriegst, das ist halt bitter. Wenn du halt teilweise für die normalen Games nur 10 war da teilweise schon viel, dass sie gekriegt haben. 15 Punkte oder so plus. Wenn du dann mal 50, 60, minus 70 teilweise, weil, glaube ich, das Krasseste, was ich bei einem gesehen habe, minus kriegst, dann musst du verdammt viele Games machen, dass du das wieder reinspielst. Und vor allem, Richtig. wenn du es durch einen Stealth-Tap quasi, das Game rum ist. Du musst mal überlegen, wie der Typ, der das verkackt hat quasi, der im TS angeplaumt wird, ne? Ja. Das kann ich mir schon denken, da, dass da nicht so Freude aufkommt. Aber es ist ein geiles Feeling, wenn du, wenn der Tap dann durchgeht für dich. Das Auf ist jeden einfach so Fall, nice. da bist du der König, ja, da bist Da du bist du der absolut der König, König. ja. Ja, also das, also ich hab sehr, sehr gern LBG gespielt, auch wie, vor allem wegen diesem taktischen Aspekt auch und wegen sowas. Bloß das, was ich jetzt in Legion gesehen habe, gut, das waren halt irgendwelche random Low-Gruppen, war halt einfach nur, war halt random BG halt bloß, wo RBG draufsteht. Mehr war das nicht. Also da war halt von dem nix zu sehen, leider. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber vielleicht finde ich ein Ding wieder ein bisschen Zeit, Ja, ich habe mal, mehr PvP zu machen. ein weiser Mann hat mal gesagt, in RBG, wer deft gewinnt. Das stimmt, ja. Ne? Es hat keiner Bock zu deffen, ja, das ist so. Ich habe auch keinen Bock zu Ja. deffen, aber es bleibt dir nichts anderes übrig, ja. Das bleibt dir nichts anderes übrig. Also Du ich musst halt weiß die nicht. richtigen Klassen deffen lassen. Pet-Klassen sind halt immer optimal, weil sie vom Rogue nicht rausgenommen werden können. Oder Klassen, die Pala ist halt immer gut, ne? Oder du stellst einen Tank hin. Vorry ist halt auch immer gut, der kann halt auch nicht so schnell geroffelt werden. Oder im Grunde ist es scheißegal, also auf die Klasse bezogen, du brauchst einfach so krasse Spiele, so wie Black Hammer zum Beispiel. Der könnte ja auch ein Holy Priester, da kannst du auch, ne? Das würde ich nicht sagen. Wenn du jetzt einen Char hinstellst, der vom Rogue wegzählbar ist, dann kann der Rogue Ja. ihn einfach rausnehmen, ohne dass der Spieler was machen kann. Egal wie gut er ist. Also, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Charmy. Wüsste ich jetzt nicht, ob der irgendwas hat, dass, wenn der Rogue quasi bei dir an die Base hingeht, ne, da steht der Charmy rum. Der kriegt einfach ein Zap und du gehst und er fängt an zu kurbeln und dreht das Ding um. Dann trinket er. Ja, dann trinket er kriegt einen Blind in die Fresse und was macht er dann? Nix. Dann ist er im Full Blind und der Typ hat die Base. Er kann nichts Ja, machen. kann man Das so war's. sagen. Ja, deswegen stellst du den Charmy nicht unbedingt an die Dings hin. Ja, er kann. Kannst du die Hunde jetzt dauerhaft draußen haben? Nee. Ja, die musst du halt. Die musst du jetzt. Gut, du könntest als Charmy, wenn du gut bist, quasi. Also als Enhancer zumindest, könntest du deine Geisterwölfe instant ziehen. Also in sie ziehen und Geisterwölfe. Das wird gehen, ja. Bloß was machst du, wenn. Wenn ich. Ja, genau, wenn er quasi nicht instant dich nachblindet, sondern wenn er das voraussieht, er quasi einmal vanisht, kurz Ja. resettet und dich dann, wenn die Wölfe ausgesonden blindet, dann war es das trotzdem auch wieder. Also. Richtig. Reset into blind und das war's. Braucht er nicht mal blind. Obwohl, gut, wenn er dann Trinket hat. Aber gut, bis Ja, gut, dahin vergeht so viel du hast Zeit. ein DR auf dem Bis dahin Zap. vergeht so viel Zeit, dass die Hälfte der Gruppe, wenn du eine halbwegs vernünftige Gruppe hast, schon da ist.
Es kommt drauf an, wenn es natürlich im Also, TS abgesprochen ja. ist, fucken dich also die anderen können dich schon abfucken, dass du nicht so schnell wegkommst, ne? Es kommt drauf an. Es Dass wenn du gibt halt blind manche bist, gleich Klassen. ein. Stimmt. Ja, okay. Ja, gut, klar. Beim Charmy bin ich mir jetzt nicht sicher. Deine Wölfe kannst. Du hast ja keine Action Bar, oder? Kannst du die aktiv zum Nee. Angreifen schicken? Ich glaube nicht, ne? Nee. Nee, nee. Das sind so Sachen. Zum Beispiel dachte ich, also der. Eigentlich war der Druid immer nicht ganz so gut. Gut, du konntest dich in Stealth hinstellen, ne? Bloß wenn der andere dich im Stealth quasi gesappt hat, war es auch wieder scheiße, ja? Eigentlich hast du dich immer auf Max Range Dann ist er in dem gestellt. Gelände. Eigentlich, als die meisten Klasse hast du dich. Du durftest dich nicht neben die Flagge stellen, weil sonst konnte er dich zappen Ja, und gut, Dings. Killer, das ist wirklich das 1x1, ne? Na, du. Am besten noch in die Flagge rein. Nee, du. Es gibt Gammler. Es gibt Ja, Gammler. okay. Weißt du, das sagst du jetzt. Erzähl das einem, der denkt sich, Flagge deffen, der stellt sich in die Kackflagge rein. Und es gibt so Leute. Ja Jetzt klar, ohne der gegnerische Scheiß. Rogue freut sich. Ja, nein, aber als Guardian stellst du dich in die Flagge rein, denn du kannst. Wenn der Dude ankommt, du kannst in jeglichem CC kannst du deine Bramble schmeißen und die machen ja eh Schaden um dich rum. Deswegen stellst du dich als fucking Guardian einfach in die Flagge rein, der kommt an, zappt dich, machst deine Brambles an und er kriegt Damage und wird erstmal rausgehauen. Wie kannst das ist immer das Schöne, kannst da komplett und deswegen, das ist quasi die einzige Klasse, oder die sich da direkt reinstellt. Was haltet ihr denn von Rogues so allgemein? Also gehen wir mal alle drei Specs zum Beispiel durch. Assa, Sapi, Outlaw hier, Gekka zum Beispiel. Machen alle drei Specs, so wie sie im Moment Sinn zu deffen? Zum Beispiel Arati oder sowas? Mit Aber einem Rogue? Ich meine, wer. die spielst du ja eher offensiv, ne? Aber deffst du wirklich mit dem Rogues? Naja, wohl, Deswegen frage ich halt, macht das manchmal Sinn? lässt du auch einen Rogue stehen, ja. Das ist Macht nämlich das Sinn? Ich weiß gar nicht. das Fiese. Oft lassen die Leute den Rogue stehen und du weißt immer nicht sicher. Also jetzt zum Beispiel in Dings machen sie es, ist es relativ oft zum Arati, ne? Sie lassen den Rogue stehen. Und du weißt jetzt nicht, fuck, ist der gegnerische Rogue, steht er noch beim Hof oder ist er irgendwo am Rumstaffen und versucht so reinzutappen? Weil du Ja, kannst dir nie klar. so ganz sicher sein, ob er da ist. Ich habe das auch oft gemacht, wenn du dann das Feral Dings gedefft hast, den Stall, dass du dann halt mal zwischendrin, weil alle denken, du bist das ganze Game, bist du nicht aufgetaucht, da denken alle, okay, der defft sicher hundertprozentig den Stall, dann zwischendrin einmal kurz weggehen und was anderes versuchen. Das Problem ist, wenn genau in der Situation dann irgendwer auf die Idee kommt, dein Ding anzugreifen und du nicht da bist, dann bist du natürlich der Arsch, weil wegen dir dann das Game hops gegangen ist. Das ist immer so eine Risikoentscheidung gewesen. Oder nice ist auch Rogue gegen Rogue, Goldmine und so weiter. Okay, beide sehen, es kommt nichts. Ja gut, wer tappt jetzt? Tapp ich jetzt oder nicht? Hat er mich denn? Ist Das. hier einer? Ja. Das. Ah, was machst du? Meistens Was der am machst Sack, du? der als erstes ran. Ja, du hast als Richtig. Stealth. Ich finde, ich muss ehrlich sagen, als Stealth-Klasse sind BGs immer das Interessanteste. Klar, logisch. Viele Das ist Möglichkeiten. auf jeden Fall. Ich fand es damals richtig nice, als der Guardian quasi, oder Feral quasi beides war. Da warst du Guardian und Feral. Dann konntest du halt beides machen, ja. Du konntest rum und quasi den Stealth-Tipp durchmachen. Du hast ja letztens, wir haben doch einmal Dings gespielt. Einmal hier, was waren das? War das mit den Horden-Charts war das, ne? Da war ich mit dem Feral drin und. Hast ja gesehen, wie oft ich einen Stealth-Tap durchgekriegt habe, weil ich Ja, weiß, wenn drei, ich vier mich. Mal und es wird trotzdem los, ne? Ja, das ist halt Ja, random traurig. BG halt. Ja, aber ich weiß halt genau, wie ich mich hinstellen muss. Ich habe so viele Ja. BGs gemacht, Ja. dass ich mit der Katze so in der Flagge verschwinde, dass sie dich Ich meine, kaum sehen können. machst du das RBG auf Gilneas? Da machst du das einmal so und dann ist halt auch Win. Also wenn du es denn schaffst. Wenn du schaffst, dann. Aber gut, also ich sag mal so, ich habe schon RBGs gesehen, wo sich Leute auch so trollen lassen, aber. Also jetzt im höheren Rating, da kriegst du eigentlich keinen getrollt. Also so dumm. Ich glaube, ich hatte eins im High-Rating-Bereich, wo ich, oder eins, wo ich Leute weggetrollt habe, ja. Es geht schon auch, aber da sind die Leute meistens nicht so retarded, ne? Da, dass, dass du, also, dass du quasi, er steht an der Flagge und du haust einen Stealth-Tap durch, indem du daneben stehst und dich in die Flagge reinpackst. Also, das hast du sehr, sehr selten, Aber dass du das herrlich. durchkriegst. Dann Also, freust du dich richtig, ja? Dann freust ich du dich meine, richtig. du hast halt als Rogue-Spieler oder allgemein als Druid-Spieler selbst dann ein Grinsen im Gesicht, wenn du es nur im RBG, im normalen Random-BG Auf durchkriegst. jeden Fall. Weil Da. es ist einfach, weiß ich nicht, es ist einfach toll.
Ja, du freust dich da schon auf jeden Fall. Das ist schon schön. Das ist halt, wenn du da halt einen Death-Tap durchkriegst. Weil dann kommt die kompletten Death von dem anderen umsonst war, ja. Da steht er die ganze Zeit für nichts und wieder nichts quasi. Irgendwie die Dinger habe ich jetzt nicht gefunden. Das könnte ich nur aufmachen. Jetzt werde ich langsam auch richtig müde. Jetzt hab ich wieder nicht aufgepasst, wann ich angefangen habe, ne? Ich glaube Viertel nach, oder? Irgendwie sowas. Ja, irgendwie Irgendwie sowas, ne? Ja. Habe ich nicht noch solche. Warte mal, da gibt es doch immer diese Tränke, wo man dann nochmal diese Bonus-EP hat. Habe ich die jetzt alle aufgemacht? Ich meine schon. so. Nee, das sind so komische. Hab ich die? Ich hab die doch jetzt nicht verkauft, oder? Nee. Ich glaub's jetzt mal nicht. Jetzt bin ich eh schon in Stufe 99, ne? Eh schon ganz gut. Die Invasion ist nur 1 Stunde, 1,5 Stunden quasi, das schaffe ich auf jeden Fall. Dann kann ich das nur mitnehmen. Dann habe ich quasi wieder ein Char soweit durchgebastelt. Ja, ich weiß, dass ich mit dem Level schon Invasionen machen kann. Ich will aber das Maximum ausreizen. Das Haben wir Maximum auch so gemacht. ausreizen heißt so, du, ich gehe bis 101 hier und dann mache ich die Invasion. Weißt du? Also sprich, bastle jetzt hier noch alles mit, dann mache ich die Invasion und dann bin ich halt schon direkt 102 und ein halb nach der ersten Invasion. Weil Legion zieht sich theoretisch schon relativ lange außerhalb von den Invasionen, weißt du? Also normal Legion leveln wird halt wesentlich länger dauern, als so Sachen hier aufmachen. Deswegen mache ich halt alles auf, was geht und mache dann erst Invasion. Eine Invasion. Wir wollen ja hier, ne? Nichts verschlucken. Grammatikalisch richtig sein. Ja, okay. Muss schauen, wo er bleibt. Ja, auf jeden Fall. Oh. Nö, ganz ehrlich, die Sachen aufmachen gehen teilweise sogar schneller als Invasionen. Weil hier, du kriegst 20k für jeden Shit und schau mal, wie viel Zeug hier rumflackt. Also das geht richtig schnell. Bei Invasion musst du ja immer ewig warten, bis Dings, und dann muss ich da nicht mehr rumfliegen. Und jetzt kannst du ja nicht mehr, kannst ja Invasion nicht mehr Hardcore leechen. Das ist ja die Kacke. Du musst ja jetzt Gute Nacht, wirklich. Sarah. Schlaf schön. Jo, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Jetzt musst du ja wirklich richtig was machen bei Invasion, ne? Das ist ja eh schon. Oh, ich habe noch einen Furchtbar. Kuchen stehen, fällt mir gerade ein. Ich habe mich das auch so die letzten Wochen richtig dran gewöhnt, so einfach andere Leute für mich alles machen lassen. Ist so schade, ne? Das Es ist Problem, nervig, ja. es ist halt, weißt du, wenn man es gewöhnt ist, dann ist es halt schon nervig, sich wieder umzustellen. Ja, du kannst schon leechen, aber es ist halt, dauert halt dementsprechend länger. Du musst halt die Gruppenscheiße aufmachen. Ja, du musst halt die Leute ninjan da, weil du kannst halt keine mehr übers, also kannst halt nicht mehr automatisch eine Gruppe aufmachen oder beitreten. Das finde ich echt ein bisschen schade. Ist halt schon doof. Naja, also, um das vielleicht nochmal zu erklären, warum das nicht mehr geht. Blizzard hat quasi erstmal die Addons kaputt gehauen, weil die Undock-Stellen für die Addons nicht mehr funktionieren. Also sprich, dass du automatisch Gruppen joinen kannst, das funktioniert nicht mehr. Und selber hatten sie ja auch ein System und das haben sie auch rausgenommen. Also du kannst jetzt nur noch, wenn dann die Leute einladen, die da rumlaufen, oder du machst halt eine Gruppe auf, die du wie die Quest nennst, aber ich habe das jetzt seit dem Addon, seit das raus ist, ein paar Mal probiert, genau wie die Dings, ich habe nie Leute gefunden, die damit reingejoint sind, nie. Also das kannst du einfach vergessen. Und das macht halt keiner. Es fliegt keiner zu einer World Quest, macht dann das Tool auf, sucht dann in dem, also was, du musst wirklich hier eine Gruppe aufmachen, ja? Ja, Also hier eine logisch. Gruppe aufmachen und dann die andere Leute müssten halt reingehen, finden und genau den Namen raussuchen und das macht halt einfach keiner. Ja, das macht einfach niemand. Ich habe da ein paar Zumal. Minuten gewartet und hin und her, ich habe nie jemanden gefunden, das kannst du knicken. Ja, normal, Tiller. Für eine World Quest, die du auch spätestens nach 5 bis 10 Minuten alleine schaffst, macht sich Ja, niemand die Arbeit. natürlich. Vorher hast du halt einmal gedrückt, war es in der Gruppe drin, fertig. Das war Fertig. noch, ja klar. Dann hast du das gemacht, aber so macht das halt leider keiner. Hast die Leute alles für dich machen lassen, so war fertig, Gruppe verlassen, nächste. Genau, ja. Einmal alles abgeflogen, warst du nach einer Ja, ich halben habe Stunde, wenn schon auch. überhaupt, durch. Ja. Das war schwierig. Invasion hast du in. Ich glaube, das schnellste war mal 11 Minuten, habe ich sie fertig gehabt. Ja,
Gut, wenn du ein bisschen. Ja, was ist denn das? Du hast die Bosse, du fliegst Gut, wenn du von. 4-5 Boss hast, ist nice. Du fliegst von einem Boss zum anderen, der ist schon Ja. irgendwie auf 10%, du hittest einmal nur Ja. dran, dann hast du teilweise drei World Quests in 20 Sekunden oder so gemacht, ja? Also Ja. wenn das richtig ideal lief. Ja, stimmt schon. Also das geht schon. Kommt halt immer drauf an, wie ideal es läuft. Ach, guck mal hier. Ich kann anderen sogar eine Notiz geben. In dem Community-Ding. Muss ich jetzt demnächst mal noch ein bisschen aufbauen? Ganz schön viele Leute online hier. So, so. Wo hat er dir denn die Rechte gegeben? In der Launch und in der Community? Und beiden. Eieieiei. Keine Ahnung, ich mach doch da eh nichts. Was soll ich da machen? Also ich leg sie gefragt, was sind meine Aufgaben? Für Ruhe sorgen, Soldat. Hast du das geschrieben? Ja. Und dann hab ich gesagt, yo, ey, Captain. Oder Bester jawohl, Mann. Captain, oder sowas. Oh, ich feier Jetzt es. gucke ich mir immer so ein bisschen nach. Schreibt hier einer Scheiße, aber macht ja eh keiner. Ich muss das mal ein bisschen beleben. Das hatte ich ja mal, also bei der Community, bei der Launch hatte ich immer vor Urzeiten eingeladen, hab da gar nichts gemacht, ne? Aber ist auch blöd in dem Kleinen, du konntest Ingame nicht lesen. Und dann fand ich das schon immer ein bisschen blöd, aber jetzt, wenn man das vielleicht in-game hat, wenn du da vielleicht nochmal ein bisschen was verbessern, dass du die Leute auch einladen kannst, dann wäre es halt cool, ja. Wenn es halt so wie eine Gilde plus Xtreme wäre, dann wäre es halt richtig nice. Paxeo ist auch drin, ey. Siehste? Könnte man einiges machen. Ja, ich habe da mal David einige ist auch eingeladen. drin. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich da mal nach und nach die ganzen Leute zusammenlade. Jetzt packe ich das immer unter die Video-Ding rein, dass da alle rein können und dann kann man ja Weißt du gucken. was, Teller, du hast doch bestimmt nichts dagegen, ne? Wenn ich Shape TS hole, ist ja mal relativ gesprächig. Ja, kannst du machen. Ein bisschen Abwechslung hier. Machen. Hier, der Ach Jansson ja. meint, dass du ein alter Alki bist. Wer meint es? Der Jansson meint das. Dass ich was? Ein alter Alki bin? Nee. Das stimmt nicht. Stimmt das nicht? Das Also letzte Mal getrunken habe ich, das war auf dem Geburtstag von meinem Vater, das war. Komm, das ist 4 Monate her, das war das letzte Mal, seitdem nicht ein Schluck mehr. okay. Ist wieder trocken jetzt. Nee, ich kann das auch nicht ab, weißt du, ich mach sowas auch nicht. Ich trinke eigentlich nur meinen Eistee und meinen Saft, so wie es sich gehört. Und ab und an mal einen schönen Tee. Schön Tee, also. Ach ja. Was schreibt ihr dich eigentlich schon wieder? Weißt du, das ist so ein Gammler, der Typ, ne? Jetzt ist er ja wahrscheinlich nicht auf Battle.net-Liste, ne? Er kann seinen Arsch mal ins TS bewegen, dann kann er dir das ins Der Gesicht Typ, sagen. Alter. Und, Apropos ach, Jansson. War ja. das vorhin so? Yo, Black, lass mal auf TS. Dein Erzfeind kommt. Und ich hab dich eigentlich gemeint, weil er dich halt irgendwie nicht ausstehen kann. Und was hat er gesagt? Oh nee, bleib mir bloß weg mit diesem Jansson. Was? Hä? Was hat denn der mit dem Jansson zu tun? Weiß ich nicht. Er hat ihn auf, ich glaube wegen Whitehammer oder sowas, hat er doch immer zu ihm gesagt. Bleib mir bloß weg mit dem, ey. Bus fahren. Nee, kein Bock auf den. Der tut einen Bus Ich musste bauen. so lachen. Hab ich gesagt, ja, ich meinte eigentlich Tila. Ach so, ja, okay. Okay, gegen den Das war hat er schon was. witzig, Mann. Dass er sich an den nur erinnern kann, das wundert mich ja. Er ist anscheinend Oh, hängen da wird geblieben. jetzt. Die eine oder andere Weise. Wie kann man sich an Jansson nicht erinnern? Also bitte. So, Kennt jetzt man bin ich doch. schon Level 100 hier mit dem Char. Hab doch gesagt, dass ich durchziehe. Was ignoriert denn die Frau jetzt hier? Ja, hat sie keinen Bock mehr auf dich, ja? Es knallt gleich hier. Gleich mal Knallst schreiben. gleich. Knallt gleich. Bist ja drauf. Ich hab das Tee vergessen, ne? Ich hab das Tee doch da. Oh Mann. Heute ist nicht mein Tag, ey. Ist das bei dir so üblich, dass du Frauen knallst? Weißt du. Ja, auf jeden. Okay. Nee, jetzt nicht. Ja, ist ja okay, Madame. Ich hatte gerade einen anderen am Start, das Frag es musste schon gar nicht mehr, ist klarkommen. ja gut. Meine Fresse, die Frau Du ist musst. verheiratet, mein Lieber. Nee, doch, nee. Warte mal, warte. Nee. Doch, war sie. Nee, ach, was weiß ich. Auf jeden Fall Okay. hat sie einen. Tja, und jetzt bist du nicht mehr angesagt, hä? Tada, die Frau ist Anfang 30. Was ist denn los mit dir? Hey, Anfang Das ist 30 eh. ist ja kein Alter. Ja, das ist eh was für dich so. Und was für mich?
Aber Wobei, ich, nee, also ich. du stehst auf. Apropos. Ja, jetzt kommt's. Wir haben uns ja lange nicht gehört, ne? Ja. Ich weiß ja gar nicht, wo stehst du denn im Moment, was Ankatrin angeht? Ich habe mal vor einer Weile entschieden, dass manche Sachen privat sind und dass ich die nicht Ah, okay, ja gut. im Ding äußern werde. Ja gut. Kann ich verstehen. Ja, damit fährt man manchmal besser. Ja. Das stimmt wohl. Schau dir den Drachenlord an. Der hält nichts privat. Und siehst ja, was bei dem im Leben abgeht. Tja. Das ist schon wieder so übertrieben im Moment, ne? Fahren die da schon wieder hin und er hat letztens einen Baseballschläger im Kopf bekommen? Was? Ja, Okay. da waren wohl Leute, die haben erst Böller bei ihn reingeschmissen und die Scheiben eingeschlagen. Du weißt ja, wie er sich manchmal im Internet so gibt. Und dann sind da wohl wirklich zwei Leute hin und mit einem Baseballschläger auf ihn eingeschlagen, wo ich mir so denke, da hört es halt komplett auf. Okay. Das ist einfach nur eine Psycho. Ne. Wir fahren zu Tilla, Schatz. 20.8. Digga, Lukas. Sei da. Ich bin da, Okay. 20. August. Der Lord wird fallen. Kommt ja auch mit Baseballschläger vorbei. Nein. Man muss, glaube ich, ein bisschen trainieren. Anfangen, weißt du, ein bisschen Du pumpen. musst trainieren. Ja, ein bisschen pumpen wieder. Ja. Bin echt, ich hab, ja, fast gar nichts mehr gemacht in letzter Zeit. Das ist ein bisschen schade Aber du fast. wolltest doch wieder, nicht? Ja, irgendwie. Zeit und Dings ist immer so eine Sache, ne? Ja, so ist es. So ist es. Naja. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt haben wir 11 nach. Weil, jetzt habe ich wieder, weißt du, weil ich wieder nicht aufgepasst habe. Denk mal, eine machen wir danach noch und dann werde ich in die Haie packen, mich. Also mich in die Haie packen quasi. Okay. Ja, ich merke schon, mein Vokabular lässt zu wünschen übrig. Wird langsam schwächer. Das Ganze. No. Da haben wir noch zwei. Gut, die holen. Naja, komm. Das holen wir uns noch. Da haben wir noch ein Erz. Jetzt muss ich noch gucken. Das muss ich quasi jetzt noch auf vollbringen, den Balken. Also einmal auf Dings hochspielen auf 71. Dann mache ich die Invasion noch. Vielleicht mal sogar die Artefakt-Quest-Reihe. Das muss ich mal gucken, ob ich das noch mitnehme. Und dann schauen wir mal. Und demnächst muss Oh. ich halt, ja, mal schauen, dann kann ich im Morgen eigentlich den Parler schon mal weiterspielen. Weiß, ich bin auch gut. Was denn? Frag mich so in einer halben Stunde, was machst du jetzt? Ich muss doch noch Mogushan-Gewölbe auf dem Teller. Warum sagst du das denn nicht? Warum musst du denn Mogushan-Gewölbe laufen? Na, wegen der Astralen. Ach so. Immer noch nicht. Hey. Dings habe ich letztens bekommen. Ne, nicht Ra also Feuerlande, nicht Ragnaros Mount, sondern. Alex Tracer? Ja, genau. Das ist auch Immerhin. nice. Immerhin mal wieder eins. Wurde auch mal Zeit. Ich hab das Alex Tracer Mount jetzt in grün. Was kriegst War du, das nicht, wenn. wenn du 350, 400 Mounts hast? Nee, 400, genau. Ja. Dieses blaue Ding da, was du da am Anfang hast, ne? Was du auch von. Also Gul'dan kriegst du, glaube ich, ein Rot und das blaue gab es ab 350, wa? Genau, das kriegst du ab Ey, das sieht 350. so dermaßen geil aus. Das hat schon was, ja, wobei Das hat was auf mir jeden. Das hat gefällt das richtig Grüne was. besser. Das Blaue ist halt einfach nur blau. Hat ein bisschen wenig Kontrast zueinander. Ja. Aber wenn du ein Frostmage bist oder ein DK, ja, Dann passt. ist das eine sicke Sache, ja, auf jeden Passt Fall. ja. Du könntest eigentlich für jeden DK ein eigenes Ding haben, ne? Du hast ein grünes, du hast ein blaues und du hast ein Ein rotes. rotes. Ja, da hast du für jeden DK hast du eins. David freut sich. Das stimmt. Der olle DK. Ja, die Dings, die Bonusziele brauche ich hier gar nicht mehr machen. Das reicht, denke ich mal, so noch, Dicke. So. Meine Flask läuft doch gleich wieder aus hier. Eine Viertelstunde noch. Jetzt müssen wir uns schicken, Leute. Schicken, schicken, schicken. Da muss ich nochmal schauen, ob nur irgendjemand dann das Bonusziel spielt, ne? Oder ob es dann schon spät ist. Sonst geht's dann, wenn ich bis, also wenn ich da bin, wahrscheinlich ist es dann schon um 3 Uhr. Das muss ich wahrscheinlich die Bosse alleine machen. Das könnte sich Vielleicht ist es schwierig Wochenende. gestalten. Ja, aber so Glaub viele. mir, da Ja. sind genug. Ja, sehen wir nachher, ob da genug sind. Ich hoff's mal. Das habe ich das letzte Mal nicht gefunden, das Ding. Ach komm, scheiß drauf. Das eine, Ach, das schön brauche ich ist nicht. Doktor, ey. Mann, ey. So. Wir werden jetzt aber erstmal einen Cut machen für den Videoteil. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.